Die Macht der Vergebung. Die Welt, wie wir sie mit unseren Augen sehen, kann Vergebung nicht verstehen. Denn die Vergebung ist die Betrachtung der Welt in einer ganz neuen Weise. Wir betrachten die Welt mit den Augen der Liebe, des Lichtes, die uns direkt von Gott gegeben werden, durch den reinen Geist in uns. Es dauert eine gewisse Zeit, bis wir bereit sind, alles loszulassen, was wir geglaubt haben. Die Bilder, die wir mit unseren Körperaugen sehen, sind sie hässlich oder schön? Alles, was wir gemacht haben in dieser Welt, wird in der Vergebung vergehen. Als erster Schritt müssen wir verstehen, dass wir selbst diese Welt erfunden haben. Dass Leid, Konflikte, Tod, Krankheit, ja das ganze Denksystem eine Erfindung war, die aus Angst geschah. Die Macht der Vergebung, die Gott uns gibt, als einzige Funktion, die Vergebung jedem gegenüber und uns selbst gegenüber zu praktizieren, ist der einzige Weg, der uns zurückführt, vollkommen frei von jeder Illusion zu sein, das heißt von jeder Täuschung. Die Welt, die Gott erschaffen hat, ist ewig unberührt von all der Dunkelheit. Sie ist vollkommen rein. Und sie ist jetzt hier. Dort sind wir wirklich ewig behütet im Sein, in seinen Liebesarmen, im ewigen Fluss, mit allen Brüdern, mit der ganzen Schöpfung. Unsere ewige Funktion ausführend, zu erschaffen, zu lieben, uns auszudehnen. Diese Welt ist unendlich schön. Und hier in dieser Welt der Träume, wo wir Körper sehen, haben wir uns entschieden, hineinzugehen, um etwas anderes zu erfahren. Es ist die Umpolung der Wahrheit. Aber tatsächlich sind wir alle hier, um gemäß des Plans des Vaters und der reinen Vernunft durch Vergebung, durch Liebe, durch das Anerkennen eines jeden als den ewigen, heiligen, reinen Gottessohn, alle Sünden zu vergeben, als wären sie nie geschehen. In uns ist eine Macht gelegt, das wahre, heilige Selbst, der Christus, der sich selbst in allen Wesen versteht. Wenn wir mit dem reinen Geist und dem Christus, unserem heiligen Selbst, auf die Welt der Täuschung sehen, werden wir sie transzendieren. Das heißt, wir werden hinter dem Augenschein die ewige Welt, die wirkliche Welt, erfahren, fühlen und allmählich auch wahrnehmen, sehen im Äußeren. Diese Macht der Vergebung, die Macht der Wahrheit, das ist die Macht, die tatsächlich die Kraft hat, entgegen der Vorstellung des Ego-Denksystems alle Täuschungen aufzuheben. Wir vergeben uns selbst und nehmen, wie es heißt, die Sühne an. Das heißt, wir akzeptieren unsere ewige, heilige Einheit mit Gott und allen Wesen. Wir nehmen unsere wahre Identität an, mit all den Schätzen, die Gott uns gab, mit dem inneren Reichtum, mit dem ganzen Himmel, unser heiliges Selbst. Wenn wir das erfahren, Schritt für Schritt, dehnen wir automatisch an alle unsere Brüder durch unsere Segnungen, dass wir sie so wahrnehmen,
wie Gott sie schuf, für die Ewigkeit, geben wir ihnen die Kooperation der Erlösung, der Vergebung. Dadurch werden Krankheiten geheilt, Tote können auferstehen. Im wahrsten Sinne des Wortes werden wir eine neue Welt, als wäre sie neu geboren, für uns selbst wahrnehmen können. Ein Geist, der nicht vergibt, wird die Welt anders sehen und wird uns, die wir vergeben, erst einmal nicht verstehen, weil er, wo wir das Licht der Liebe sehen, die Dunkelheit sieht, die Sünden, das Böse. Die Vergebung aber hat die Macht, jeden Schmerz aufzuheben, jedes Leid auszulöschen. Es gibt kein Leid in Gott, und ist der Geist erwacht in der gegenwärtigen Zeit, im sogenannten heiligen Augenblick, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, einfach frei, offen, alles loszulassen, was er glaubte, dann wird er sich selbst in Einheit mit Gott und der ganzen Schöpfung erfahren. Er ist also im wahrsten Sinne des Wortes neu geboren. Er erlebt durch die Macht der Vergebung, die das Licht Gottes ist, sich selbst neu wahrzunehmen. Und durch diese neue Wahrnehmung, durch diese innere Erfahrung der Ganzheit, der Vollkommenheit, der Herrlichkeit, des Friedens, wird er erfüllt, völlig losgelöst von seinen äußeren Umständen, in denen er in der Welt lebt. Es ist so, als wäre er mit dem gleichen Körperkleid, das er anders wahrnimmt, nur noch als Instrument in der Zeit, in seiner Ganzheit neu geboren. Viele sprechen davon, es ist wie ein Erwachen. Und plötzlich wird verstanden, alles, was ich wahrnehme, was ich um mich herum sehe, ist nicht getrennt von mir. Ich kann mich plötzlich als der Macher dieser Welt verstehen. Ich fühle, dass alle Dinge, die meine Augen sehen, nur projizierte Bilder sind, inklusive meines Körpers. Und was ich projiziert habe, das kann ich wieder in mich hineinnehmen, als Geist, als dieser ganze unbegrenzte Geist, der ich bin, der geglaubt hat, getrennt von Gott zu sein, was ich aber nicht mehr sein will und auch in Wahrheit nicht bin. Ich löse mich durch diese Macht der Vergebung vollkommen von diesen Bildern, die ich machte, und gehe nach innen. Erlebe, dass ich dieser ewige, heilige, vollkommene Christus bin, akzeptiere die Segnungen des Vaters, die immer bei mir sind und bei jedem, nehme seine Gaben an und kann sie daraufhin jedem geben. Diese Macht der Vergebung ist der einzige Weg und die einzige Macht, die es möglich macht, die Schuld aus dem Geist eines jeden zu lösen. Denn alles das, was ich im Traum erfahren habe, in dieser Welt der Illusionen, ist auf der Ebene der Wirklichkeit in Gott nicht geschehen. Also kann ich es dem reinen, heiligen Gottessohn vergeben. Ich vergebe also keine Sünden in diesem Sinne, sondern ich lasse die Wahrheit in meinem Geist erstehen für mich und alle anderen. Und dann kann ich sie neu wahrnehmen. Und dadurch sehe ich eine andere Welt. Eine Welt des Friedens, der Liebe, der Brüderlichkeit. Das ist ein Prozess. Ich muss erst einmal diese Wahrnehmung erlernen. Und diesen Lehrer hat Gott Vater mir gegeben in Form des reinen Geistes. Und
unsere erwachten Brüder wie Jesus, Buddha und andere sind dabei, uns zu unterstützen, diesen Prozess der Vergebung intensiv in jedem Moment unseres normalen Lebens zu bewirken. Sie unterstützen unsere Bemühungen. Selbst die kleinsten Bemühungen können zu einem großen Licht werden. Ich werde in kleinen Situationen lernen, mich neu wahrzunehmen und meine Brüder als eins mit mir zu sehen, mit dem Licht der Vergebung in jedem den Christus sehen, das Heilige Selbst. Das ist die Macht, die uns gegeben ist, um uns und die Welt zu erlösen.